herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich zeige euch heute mal, wie die Finnen wohnen und was das Besondere dabei ist. Ja, viel Spaß beim Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, hi Leute. Guck mal hier. Das erste Besondere ist, ja, die Wohnungstür, wenn man die aufschließt, muss man nach rechts drehen, also völlig in entgegengesetzter Richtung als das, was wir so kennen. Ja, dann machst du die Tür auf und da ist auch gleich eine zweite Tür. Also du gehst durch so eine Doppeltür sozusagen. Abschließen von innen kannst du nicht, da gibt es so eine Flügelschraube. Ja, und auf mit der zweiten Tür, guck mal hier, das ist dann sozusagen die Wohnungstür. Typisch die Baumwollteppiche hier am Boden. So wie überall in Finnland, natürlich auch bei uns. Ja, das nächste Besondere ist, über der Abwäsche befindet sich so ein Abtropfschrank. Und anstatt eines unteren Bodens ist da ein Gitter drin. Da werden die Teller, Töpfe etc. dahingestellt, können dort abtrocknen und das klappt auch wunderbar. Ne? Und das ist so Standard in jeder finnischen Küche. Ja, und es gibt auch hier keine Wohnung ohne voll ausgestattete Küche. Das ist hier wirklich Standard. Da gibt es gar nichts. Ne? So, das nächste ist Sauna. Und zwar befindet sich in jedem Mietshaus hier so eine Sauna unten im Keller. So bei uns auch im Mehrparteienblock. Und ja, hast du auch einen Schlüssel dafür. Hast deine feste Saunazeit. Bei uns ist das immer freitags 16 Uhr. Da gehen wir schön in die Sauna und danach gibt es ein paar Bier und das ist auch wunderbar. Hast hier jede Woche, jeden Freitag deine Stunde Sauna, die du hier nutzen kannst oder wie lange du willst. Und ja, guck mal, hier gibt es noch so einen Ruheraum. Duschen sind alles da und hier die Sauna selbst, ne? Machst du selber deinen Aufguss, sitzt du hier zu zweit drin, haust da eine Kelle Wasser nach der anderen rauf, wie die Finnen das so machen, von der obersten Sprosse aus. Batsch. Ja, und so, was ist noch so besonders am Wohnen hier in Finnland? Ja, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten zu wohnen. Es gibt einzelstehende Häuser, Ferienhäuser, Haus am See, Blocks, Reihenhäuser. Ja, diese typischen Hochhäuser, Mehrfamilienhäuser, Blocks mit mehreren Parteien. Wie auch immer du wohnen willst, hast du natürlich auch so wie in anderen europäischen Städten deine Möglichkeiten, wie du das machen willst. Ne? Oder was so passt. Ne? Und jo, dann ist es natürlich so, die Finnen sind natürlich sehr auf ihr Zuhause bedacht, weil die meiste Zeit in Finnland verbringst du irgendwie doch zu Hause, wenn du frei hast. Draußen ist es kalt, schlechtes Wetter, nur im Sommer ist es draußen schön und dann ist die Wohnung egal. Aber wie gesagt, die meiste Zeit des Jahres ist hier schlechtes Wetter oder kalt oder schönes Wetter und kalt. Aber du musst dich irgendwie arrangieren und dein Zuhause ist hier einfach wichtig, ne? Ja, du kannst am Waldrand wohnen, du kannst in der Stadt wohnen, hier schön am See, dann hast du dein Boot vor der Tür oder in so einem Hochhaus. Was auch immer du machen willst, du hast hier alle Möglichkeiten. Also Einschränkungen gibt es hier nur, wenn du irgendwie, ja, das Geld und so die Möglichkeiten, die du hast. Ne? Aber ansonsten, eigentlich ist das alles irgendwie schön. Ja, einfach ausprobieren, gucken, wo man rankommt, welche Möglichkeiten es gibt. Und ja, der Wohnungsmarkt ist so, das ist ziemlich privat alles. Die meisten Leute kaufen die Wohnung, in der sie wohnen oder das Haus. Und wenn du eine zur Miete suchst, ja, dann hast du meistens einen privaten Vermieter. So, guck mal, hier sind so Reihenhäuser, mehrstöckig auch sogar.
die dann teilweise schön im Wald oder in einer schönen Gegend liegen. Dann hast du ja Wohnungen in Nähe von Parks, Parkanlagen oder auch ja, ganz normalen Feldern. Du hast alte Häuser, neue Häuser. Du kannst das so gestalten, wie du willst. Also mitten in der Natur kannst du sein oder auch hier ein bisschen mehr in der Stadt, so wie du das einfach haben willst. Ne? Ja, einfach klasse. Es gibt hier viele Möglichkeiten und ja, das ist noch einfach schön. Spannend, dass das hier so funktioniert, da wundert man sich wirklich. Aber Probleme gibt es anscheinend hier nicht. Ja, auch die Mehrfamilienhäuser oder so diese Doppelhäuschen oder sowas, die sind schon wirklich sehr schön und auch erschwinglich zu wohnen. Ne? Wasser und Strom ist meistens im Mietpreis enthalten und ja, das ist einfach ein Pauschalbetrag und du weißt immer, worauf du dich einlässt. Ne? Planbar. Ja, die Briefkästen, die sind natürlich immer vorne an der Straße angebracht, damit der Postman da einfach mit dem Auto dran anhalten kann. Er steckt ja sie rein. Der steckt da nicht aus und geht übers Gehöft. Das läuft hier ein bisschen anders. Also Briefkästen sind immer an der Straße für sämtliche Parteien. Der Postman hält da einfach mit dem Auto an, Scheibe runter und tut da die Briefe rein. So sieht das hier aus. Auch so eine Besonderheit. Ja, dann gibt es auch dünn besiedelte Gebiete. Da kannst du auch wirklich mitten im Wald wohnen, ein bisschen abgelegen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es in der Regel an jedem Ende der Stadt. Das ist ganz gut geregelt hier. Und hast du alle Möglichkeiten. Das ist das Möcki und da kann man es ganz gut aushalten. Ne? Hier so typische Blocks gibt es hier. Die sind total schön von innen und gepflegt. Super organisiert alles von der Verwaltung. Herrlich. Das funktioniert ganz gut. Ne?